Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu einem ganz kurzen Quick-Tipp-Video mit meinen Energiekicks im Alltag. Also was ich mache, um kurzfristig neue Energie zu bekommen. Das ist ja was unglaublich Wichtiges für uns Mamas. Und ich zeige euch erstmal das, was bei mir den ganzen Tag über immer wieder eine Rolle spielt, wo ich mir neue, frische Energie hole. Und zwar sind das meine ätherischen Öle. Und zwar ist zum Beispiel morgens Grapefruit eine ganz geile Sache, ins Wasser geben. Das ist wie so, also ich trinke ja keinen Kaffee, ne? Wenn andere morgens einen Kaffee trinken, trinke ich halt ein Glas Wasser mit Grapefruit. Hat im Grunde denselben Effekt. Was ich tagsüber noch sehr, sehr gerne immer mal wieder anwende, ist Pfefferminz. Also sowohl im Diffuser, da ist eine sehr geile Mischung Pfefferminz mit wilder Orange. Das ist einfach mega, gerade wenn man auch so ein Motivationsloch hat. Aber ich habe Pfefferminz auch in so einem Roll-On. Steht auch drauf. Und zwar trage ich mir das dann einfach sehr, sehr gerne auch auf die Schläfen auf. Oder auch mal so ans Handgelenk, damit man es riechen kann. Oder ich gebe es auch in mein Aroma-Armband, um immer mal wieder dran riechen zu können. Weil Pfefferminz halt einfach so ganz klassisch ist, um Energiekicks zu geben. Ist auch gut, wenn so Kopfschmerzen anfangen zu kommen. Ansonsten mag ich auch einfach diese Zitrusdüfte. Das hat bei mir auch einen Energiekicks. Da habe ich hier zum Beispiel Lemon, was sehr, sehr geil ist, oder Chia. Das habe ich jetzt hier auch im Roll-On. Chia sieht so ähnlich aus wie das hier. Habe ich jetzt hier auch im Roll-On. Chia auf die Fußsohlen aufgetragen, ist einfach Bombe. Gerade auch jetzt zu der Jahreszeit ist Chia einer meiner liebsten Düfte, aber auch ätherischen Öle im Nutzen, in der Wirkung. Dann hatte ich gerade schon gesagt, bin ich kein Kaffeetrinker, noch nie gewesen. Ich komme an diesen Geschmack einfach nicht ran. Auch nicht Cappuccino oder irgendwas, das geht bei mir alles nicht. Deswegen bin ich ja ein Coavach-Junkie. Also ich bin wirklich, also. allerdings gibt es bei mir eine Tasse Coavach, an richtig, richtig derbe, schlechten Tagen auch mal zwei Tassen Coavach. Weil das ist wirklich, das ist Luxus. Das ist ein echtes Luxusprodukt. Coavach ist nicht günstig, aber es hat mir schon so oft den Arsch gerettet. Und das ist so mein, das ist mein Luxusprodukt, wo andere halt irgendwie teures Make-up kaufen oder rauchen oder teure Weine trinken, trinke ich halt Coavach. Und das genieße ich dann aber auch, weil ich weiß, wie teuer das ist. Es ist schon okay, aber im Verhältnis zu Kaffee ist es halt schon teuer. Und das genieße ich dann auch. Also den trinke ich immer in Ruhe, immer warm. Also nicht so, wie manche dann erzählen, da ist der Kaffee wieder kalt geworden. Das würde mir mit Coavach nie passieren. Gerne auch mal so, wenn ich dann die Zeit nicht finde, um ihn zu Hause zu genießen, in einen Thermosbecher und dann auf dem Spaziergang genießen oder so. Also das ist dann bei mir auch was genießen. Aber gibt auf jeden Fall Energiekick Coavach. Und ich habe gerade auch schon das andere angesprochen. Frische Luft zum einen. Also wirklich mal, wenn ihr keinen Balkon habt, ansonsten gehe ich raus auf den Balkon, aber ein weit geöffnetes Fenster tut es auch. Einfach mal die Nase raushalten und dreimal tief ein- und ausatmen. Wenige Sekunden mit großer Wirkung. Oder aber tatsächlich versuchen, so 20 bis 30 Minuten, so mache ich das, jeden Tag draußen spazieren zu gehen. Meine liebste Zeit dafür ist tatsächlich morgens. Das ist, wenn ich die Kinder weggebracht habe, mit das Erste, was ich mache. Erstmal in Park, erstmal in Wald, 20 bis 30 Minuten Minimum. Erstmal ganz in Ruhe spazieren gehen und tief durchatmen. Und das verändert für mich tatsächlich schon den ganzen Tagesablauf. Also wenn ich das nicht mache, bin ich auch nicht so motiviert, habe auch nicht so lange Energie, als wenn ich halt diese Routine habe und erstmal draußen an der frischen Luft eine Runde spazieren gehe. Also das ist tatsächlich, das sind so simple Sachen, aber die bewirken tatsächlich so, 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 so viel. Ansonsten auch eine 4-Stufen-Entspannung, von der ich auch schon mal erzählt habe. Einfach mal kurz hinsetzen, die Stirn entspannen, den Kiefer entspannen, die Schultern entspannen und den Po entspannen. Fertig. So ganz einfache Sachen oder wirklich einfach mal nur tief durchatmen. Und wenn ihr euch weiter mit dem Thema gerne beschäftigen wollt, wenn ihr euch ausführlicher mal damit beschäftigen wollt, was gibt euch mehr Energie in eurem Mama-Alltag, gibt es dazu ein E-Book von mir. Das verlinke ich gerne nochmal unten in der Infobox.
ist für einen läppischen Preis zu bekommen. Und da gehe ich ganz ausführlich auch auf Nahrungsmittel ein, wie euch Meditation helfen kann. Ich gehe auf Energievampire und Energieengel ein. Also nochmal sehr viel intensiver auf das Thema bezogen. Also ladet euch das sehr, sehr gerne bei Amazon einfach runter. Lest euch das mal an ein, zwei Tagen durch und guckt, was ihr davon in eurem Alltag umsetzen könnt. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Schreibt mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, was so eure Energiekicks im Alltag sind, was ihr gerne macht, um euch wieder frische, neue Energie zu holen. Powernapping ist auch immer eine sehr gute Idee. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.